Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen hier zurück bei Großkolumbien mit Simon Bolivar. Ja, wir haben seit dem letzten Mal einen Streitwagen, der ist im wahrsten Sinne des Wortes uns vom Himmel geschenkt worden. Und ich brauche aber ganz, ganz dringend jetzt mal eine eigene Religion. Also das ist so ein bisschen das, was ich jetzt hier am liebsten machen wollen würde, um noch mehr Zeitalterpunkte zu bekommen. Ist eigentlich immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um ja, ein goldenes Zeitalter zu erreichen, indem man permanent Sachen hier konvertiert. Aber der Russe ist wie immer jetzt hier einfach nur total episch schnell. Mein Oberhaupt, wir haben einen Gesandten zur Verfügung. Das ist toll. Es ist nicht so, dass mir das Mystizismus ist das Verwechseln eines So, ich will jetzt hier große Prophetpunkte. Dankeschön. Den Rest lassen wir gerade eben mal. Und damit ja, haben wir jetzt endlich auch mal das Segeln gelernt, obwohl wir selber noch nicht einmal im Meer gewesen sind. Haben wir also aus Büchern. Trockenübungen. Sozusagen. Will ich die Währung machen? Die geht eigentlich am schnellsten. Finde ich persönlich eigentlich immer ganz sinnvoll, wenn man die Dinge erforscht, die eigentlich dadurch am schnellsten gerade eben gehen. Wir sollten jetzt hier die Militärtradition jetzt hier noch schnell nachholen. Und wir können einen Gesandten, wie gesagt, schicken. Ich würde mal sagen, wir schicken ihn hier nach Laore. Der bringt mir nochmal mehr Boni bei Einheitenbau in der Hauptstadt. So, dann habe ich jetzt immerhin auch mal ein bisschen Einfluss drauf. Und jetzt haben wir das hier erledigt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir noch mehr Barbarendörfer finden. Das Problem ist, du hast das Spiel neigt dazu, die nicht immer an dieselbe Stelle zu klabastern. Deswegen muss ich mich immer ein bisschen umschauen, wo die potenziell erscheinen. Momentan ist es aber nicht so wirklich ersichtlich. Okay. Dann schicke ich mal meinen Kämpfer hier dahin. Dann kann er aber mal hier in die Bereitschaft gehen. Mein General mit Bogner packe ich dahin. Geht hier ebenfalls in die Bereitschaft. Streitwagen packe ich hier in die Bereitschaft. Und ja, das war es eigentlich jetzt auch schon wieder. Also diese Art von Naturkatastrophe darf gerne hin und wieder vorkommen. Aber auch nicht zu oft, ne? Weil die Einheiten auf Dauer dann einfach den Kopf, die Haare vom Kopf fressen. So, wieder ein weiterer Gesandter ist verfügbar. Japan hat ja zugewiesen und russisches Reich. Glauben in jedem Schrein. Und dann noch in jedem Tempel. Ich, Kasernenverbesserung. Ich gehe tatsächlich da auch mit rein, um da so ein bisschen meine Vorherrschaft irgendwie aufzubauen. Wie weit sind wir jetzt eigentlich? Ah, nice. Sehr gut. Wir haben die volle Punktzahl. Das heißt, wir durften jetzt auch einen Propheten bekommen. Da haben wir es. Ja, bitte, einen großen Propheten. Johannes den Täufer. Unser Volk hat einen großen Propheten in unser Land gelockt. Schickt diese heiligste aller Persönlichkeiten zu unserer heiligen Stätte. Hab ich vor. Mal überlegen. So, wir bilden jetzt hier eine Religion. Und schauen uns gleich mal an, was wir da machen können. Stadtmauern wäre nicht schlecht und die Wassermühle wäre auch nicht schlecht. Momentan werden wir nicht angegriffen, deswegen mache ich mir da eigentlich gar keine Gedanken. Wassermühle bauen wir jetzt hier. Und jetzt können wir eine Religion wählen. So. Es wird momentan jetzt hier die orthodoxe Ostkirche vorgeschlagen. Buddhismus gibt's? Ne, die gibt's glaube ich schon. So, also meine Religion. So, wir nehmen hier eine Individualreligion hier mit diesem Löwenkopf. Das hat Gründe, denn wir sind der Katz. Ich habe mich gerade eben verklickt. Wir sind der Katzlolizismus. Genau, wir sind der Katzlolizismus. Und mal überlegen, was wir uns jetzt hier für entsprechende Boni holen können. Alle Weltwunder bringen mehr Glauben. Reliquien bringen dreifache Erträge, sowie sowohl Glauben durch Tourismus. Das ist halt alles Zukunftsmusik. Tourismus. Damals prophezeiten sie schon den Tourismus. entweder mehr Produktion pro Bürger in der Stadt, der diese Religion anhängt.
Mönchskrieger ermöglicht es, Glauben zur Ausbildung von Mönchskrieger und Landeinheiten des Mittelalters mit einem einzigartigen Beförderungsbaum. Den habe ich schon mal gehabt, fand ich nicht so überzeugend. Jesuitenbildung, Gebäude im Theaterplatzbezirk und Campus können mit Glauben gekauft werden. Das finde ich gar nicht schlecht. Wir können mehr Wohnraum produzieren oder mehr Annehmlichkeiten in Städten durch die Zen-Meditation. Wir machen das da, denn jeder oder die meisten Menschen entspannen einfach in der Gegenwart von Katzen und alle unsere Spezialbezirke werden mit Katzen ausgestattet. Das macht den Katzlolizismus aus und deswegen chillen die Leute da ordentlich ab. So, was haben wir denn jetzt hier für Glaubenssätze? Dann haben wir ermöglicht den Bau von Kathedralen, ermöglicht den Versammlungshäuser zu bauen, Pagode, ermöglicht den Bau von Pagoden, gibt einen Bonus auf Glauben und Wohnraum. Feuertempel, ermöglicht den Bau von Feuertempeln, was an und für sich in der Gegenwart unseres Vulkans gar nicht so schlecht wäre, aber ich habe das Gefühl, der wird nicht lange durchhalten. Laiendienst, jeder heilige Städte- und Theaterbaubezirk, Theaterplatzbezirk in einer Stadt mit einer Religion bringt mehr Glauben und mehr Kultur. Ein Zehnt, ich bekomme pro 4 Anhänger ein Extragold, intellektueller Dialog. Plus 1 Wissenschaft pro 5 Anhänger. Auch nicht schlecht. Verteidiger des Glaubens. Nee, Wanderprediger. Religion breitet sich in Städten aus, die 30% weiter entfernt sind. Religiöse Einheit ignoriert Gelände und Geländeart Fortbewegungskosten. Schrift. Die religiöse Ausbildung durch Druck von benachbarten Städten ist 25% stärker. Wird auf 50% erhöht, wenn Druck erforscht wurde. Klingt vielleicht nicht schlecht. Und lese das Wort von der Katz. Also nicht für die Katz, sondern von der Katz. Sozusagen. Die Religion ist echt jetzt schon für die Katze. Religiöse Kolonisation. Städte starten mit dieser Religion, wenn sie von einem Spieler gegründet werden, der diese Religion als Mehrheitsreligion hat. Dann haben wir noch die Gurdwara. Ermöglichen uns den Bau von Gurdwaras. Sie bringen uns ja, Nahrung und Glauben. Eine Moschee, eine Stupa, Kirchengüter, mehr Gold für eine Stadt mit dieser Religion. Wenn ihr einen Gesandten in einen Stadtstaat entsendet, steigt der religiöse Druck auf diesen Stadtstaat um 200. Das ist nicht schlecht. Wir haben einen Katz... Also ist es ein Katzenpapst? Ein Kapst? Egal. Oder ein Papse? Ich weiß es nicht. Verwaltungsamt. Campus oder Handelszentrum, Bezirk in einer Stadt mit dieser Religion bringen Wissenschaft und Gold. Eine Weltkirche. Kultur pro 5 Anhänger. Religiöse Einheit. Ein Gesandter in jedem Stadtstaat, wenn dieser erstmals diese Religion annimmt. Zusätzlich zu möglichen Gesandten aus einem Stadtstaatquest. Heiliger Orden. Der Kauf von Missionaren und Aposteln kostet 30% weniger. Kreuzzug. Kampfeinheiten erhalten plus 10 Kampfstärke innerhalb der Grenzen fremder Städte mit dieser Religion oder Grabstätten. Kulturschock auf angrenzenden Geländefeldern, bla bla. Ich finde eigentlich den Heiligen Orden eigentlich ziemlich cool. Das machen wir. So, wir gründen jetzt diese Religion, denn wir schicken unsere Horden von Katzen. Die sind günstig für uns. Also unsere Missionare sind deswegen so günstig, weil jeder von denen hat so eine Katze dabei. Deswegen arbeitet er auch sehr viel gerne letzten Endes, ne, weil er hat die ganze Zeit so ein schnurrendes Etwas auf dem Arm. Und deswegen können wir sehr viel mehr von denen produzieren. So, ist eine einfache Logik, die nicht unbedingt logisch sein muss. Aber der Katzlolizismus ist der wahre Weg zur Erlösung. Bitte ignoriert alle anderen Religionen. So, haben wir geschafft. Später können wir hier noch ein paar weitere Glaubenssätze uns hier hinzuarbeiten. Momentan stehen wir noch sehr am Anfang. Die Entwicklung der Theologie hat es große Fortschritte gemacht. Jetzt möchte ich allerdings hier natürlich auch den Katzlolizismus weiter verbreiten. Halt, ich möchte bitte dahin, genau. Denn jetzt kann ich nämlich einen Missionar des Katzlolizismus hier ausbilden. So. Leider habe ich jetzt hier keinen Kollegen. Was? Da ist die orthodoxe Kirche am Start? Ich finde das unverschämt. Ich muss jetzt hier definitiv schon mal aktiv werden. Das können wir so nicht lassen. Also wir müssen religiösen Druck aufbauen, auch wenn der das extrem scheiße finden wird. Das wird wahrscheinlich zu einem Krieg führen mit unserem Nachbar Rino.
Aber ich bin bereit, dieses Risiko für den Katzlolizismus einzugehen. Außerdem wissen wir ja sowieso, dass das Ende sowieso nahe ist. Wenn die Umweltverschmutzung so schlimm ist, wenn die große Katze am Boden, also nicht im Himmel, weil da ist sie ja nicht, die kann ja nicht fliegen, ne? Also am Boden, also allerhöchstens am Kratzbaum, aber auch der steht auf dem Boden. Also wenn die große Katze am Kratzbaum, der auf dem Boden steht, aufhört zu schnurren, dann ist das Ende nah. Und deswegen ist das Ende sowieso so nah, dass es so völlig egal ist, dass wir potenziell einen Krieg damit jetzt hier riskieren. Schauen wir mal, ob wir da jetzt Überzeugungsarbeit leisten Ваш können. народ достоин восхищения. Искусство, наука, чего еще желать? Der scheint das noch zu mögen. Finde ich gut. So, Ich auf unterschätze Wiedersehen. den Wert militärischen Wissens nicht, aber wenn Männer sich bei der Kriegsführung sklavisch regeln unter... So, also auf jeden Fall. Ah, das wurde schon entfernt. Ich brauche ja keinen weiteren Punkt mehr jetzt hierfür. So etwas. Ich kann jetzt allerdings hier noch einen großen Wissenschaftler vielleicht mir zusammenklabastern. Das finde ich gar nicht schlecht. Wir holen uns das da halt. Moment. Mehr Produktion für Siedler will ich mir auch noch bald holen. Ich brauche noch mehr Siedlungen. So, aber vorher gehen wir jetzt voran und werden den Katzlolizismus hier verbreiten gehen. So, wir sind auf jeden Fall schon mal jetzt hier in seinem Gelände drin. Freue mich jetzt schon drauf. Ja, ich muss an das Stadtzentrum ran. Also da. So, du gehst hier hin. Runde muss ich sogar dahin. Und du suchst deinen Weg noch dahin. An und für sich ist hier, glaube ich, gar keine so schlechte Stelle, um nochmal eine Stadt zu gründen. Dum, 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 dum. Spiele und Erholung ermöglicht die Arena. Oder das Drama, Baby, Drama. Kolosseum, Wohnraum in Altstädten mit mindestens zwei Bezirken, Unterhaltungskomplex, Theaterplatz. Geh mal da entlang. Das hier kann ich aus irgendeinem Grund noch nicht. Gebäude. Ach so, weil ich das hier erst noch. Ich muss erst das hier tatsächlich machen. Ja, macht schon Sinn. Makes sense. Auf jeden Fall. Sind wir definitiv wieder in einem normalen Zeitalter? Wenn wir Glück haben, kommen wir sogar in ein goldenes Zeitalter. Schauen wir mal, ob das auch weiterhin so der Fall sein dürfte. So, und jetzt machen wir mal einen Nachbarn sauer. So, Katzlolizismus wurde hier verbreitet. Schau mal, wie sehr er verbreitet wurde. Warte mal, wo konnte man das hier nochmal sehen? Da kann man das jetzt hier einigermaßen sehen. Nee, das ist nur die Loyalität. Ja, ach, das kann man ja aufklappen. Ich bin auf der falschen Sache hier gerade. Ich will noch mal einen weiteren Missionar haben. Nein? Ich habe vergessen, wie man das jetzt hier anwählt. Lol. Religion. Die orthodoxe Ostkirche hat das Schreine und Tempel bringen Gedöns. Moment. Krieg das raus, Leute. Ich krieg das raus. Da ist es. Genau. Also der konvertiert jetzt tatsächlich in 229 Turns. Aber wir arbeiten daran. Der konvertiert sogar schon in 88 Turns. Und der hier konvertiert auch sehr, sehr bald. Sehr gut. Also der Katzlolizismus wird sich verbreiten, ob sie wollen oder nicht. So, Streitwagen packen wir mal da ein. Bleibt innerhalb unserer Grenzen. Und du suchst hier derweil einfach noch mal ein bisschen durch die Gegend. Und ich habe nicht vor, aufzuhören. Ich habe vor, den Katholizismus jetzt hier aggressiv zu verbreiten. Und seine Religion gleich mal komplett auszuschalten. Ach so. Ich kann hier noch was machen. Was mache ich mit dem Krieger hier? Geh mit dem Krieger halt mal dahin. So. Momentan mag er uns noch. Mal gucken, wie lang noch. So, viele diskutieren über den genauen Beginn der Klassik, aber jeder weiß, dass es bei uns war. Sehr gut. Nochmal ein weiterer Reich Zeitalterpunkt. ist nicht, wer vieles besitzt, sondern wer wenig braucht. Das ist wohl richtig.
Wer den Katzlolizismus besitzt, der besitzt die Welt. Was will ich jetzt hier als nächstes machen? Reiterei kann ich machen. Stallungen, das würde mir jetzt den Krieger bringen. Das wird mir empfohlen. So, wir Katzlolizismen hier weiter. Böhm. Weiß es nicht, wie weit die jetzt hier schon sind. Das wird mir jetzt hier momentan leider nicht angezeigt. Aber wir gehen weiter. Und unsere Face Army. Und kaufen einen weiteren Missionar. Denn ich muss hier natürlich jetzt hier sehr, sehr schnell, sehr, sehr aggressiv davor gehen. Sonst geht das hier nämlich alles in den Bach runter. Ein weiterer Regierungsplatz. Würde das hier noch stärken? Würde das hier stärken? Könnte ich da reinklabastern? Oder ich mache jetzt tatsächlich das, was ich die ganze Zeit eigentlich hier schon tun sollte. Einen weiteren Siedler produzieren. Hier unten könnte ich die hängenden Gärten anfangen. Oh! Oder erstmal um mein Leben schlottern. Stadtmauern. Oh Mann, oh Mann. Okay, also wir sehen, da, es gibt momentan noch keinen Grund, uns jetzt hier Sorgen zu machen. Wegen dem Katzlolizismus bricht noch kein Krieg aus. So, aber im Süden haben wir wieder Barbaren. Oh man. Tja. Ich wusste, dass sie irgendwann mal kommen würden. Ich wusste nur nicht, dass sie da kommen. Ich weiß gerade bloß nicht mal, wo die genau sind. So, du noch dahin. Noch mag er uns. Auf jeden Fall sind die jetzt hier gleichermaßen vertreten. Oh, und es mag er das plötzlich nicht mehr. Also er will, dass ich es sein lasse. Aber wenn es der Wille der großen Katze ist, müssen deine Untertanen einfach das Schnurren annehmen. Ja, er fand es jetzt eher so mäßig. Jawohl, Katzlolizismus hat sich hier ausgebreitet. Sehr, sehr gut. Und ich habe vor, das Ganze jetzt hier nochmal zu verstärken. Bäm, nochmal 200 Katzlolizismus. Lauf, 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 lauf. Man sieht es gerade eben. Also auf jeden Fall ist es hier sehr, sehr stark. Der hier konvertiert wahrscheinlich in absehbarer Zeit. Hat jetzt hier ein bisschen orthodoxe Ostkirche. Erlittener Druck pro Runde plus 6. Auch den hier werden wir noch bekommen, keine Sorge. Und St. Petersburg sowieso. Wir müssen allerdings jetzt erstmal runter und uns um diese Barbaren da kümmern. Die ebenfalls ungläubig sind. Wir überfahren sie einfach mit unserem Streitwagen. Das ist tatsächlich die Hölle, dass wir überfahren werden, weil das ja häufiger leider auch Katzen passiert, haben wir das hier in unseren Glaubenssatz aufgenommen. Deswegen ist das die Hölle sozusagen, deswegen überfahren wir jetzt die Barbaren da unten mit unserem Streitwagen. Wo haben die ihr komisches Lager, diese Barbaren? Ich verstehe es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Also hier läuft ein Bogenschütze rum und ich kann momentan nicht abschätzen, woher der kommt. Schwer nachvollziehbar. Er möchte offene Grenzen. Ne, er möchte, dass ich offene Grenzen gebe. Moment, ich mache mein Gegenangebot. Er verlangt von mir jetzt hier meine Dingenspunkte. Warum? Ich gebe dir doch nicht das. Ich kann dir ein Luxusgut anbieten. Und verlange von dir deine diplomatische Gunst. Fünf sind für ihn eigentlich ganz recht, so wie es aussieht. Also für 30 Runden das und ich bekomme 5 diplomatische Gunst. Ja, das nehme ich an. Damit lebe ich. Er wollte meine gesamte diplomatische Gunst. Das kann ich natürlich nicht machen. Da habe ich am Ende überhaupt nichts mehr zu sagen. Er will am Ende jetzt wahrscheinlich gegen mich dann so eine Art religiösen Notfall ausrufen. Die Flitzpiepe. Und darauf habe ich ehrlich gesagt wenig Lust.
So, du gehst jetzt dahin und du gehst dahin. Verbreiten den Katzelolizismus jetzt so aggressiv wie nur möglich. So, habe ich da jetzt eigentlich schon Punkte dafür bekommen? 37, noch nicht so richtig. Ich hoffe, das ändert sich gleich. Aber er mag uns noch. Das finde ich gut. Er ist uns noch freundlich gesinnt. Und das ist alles, was zählt, ne? Jetzt muss ich dahin und dahin. Da hat es noch mehr Barbaren. Feuer. So, das war ein guter Anfang. Jetzt kann ich bloß die leider hier nicht mehr überfahren. Ärgerlich. Na gut. Irgendwas ist ja immer, ne? Ah, und jetzt geht das hier los. Also gut, jetzt gehst du mal nach Panama. Denn da soll es wunderschön sein, habe ich gehört. Weg beginnen. Finde ich gut. Und da ist der Kollege jetzt angekommen. Also gut, Katzlolizismus, hau drauf. Katzlolizismus, hau drauf. Jetzt bin ich gespannt, wie lange hier die orthodoxe Ostkirche noch durchhält. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal zwei Anhänger, hier nur noch vier. Und wir werden sie weiterhin bearbeiten. Hier ist nochmal so ein komischer Missionar. Zack. Jetzt haben wir schon eine 50-50-Situation hergestellt. Oh, der konvertiert wieder zurück. Finde ich gar nicht gut. Da müssen wir noch massiv dran arbeiten. So, hier ist der nächste Barbaren-Dude aufgetaucht. Ich bin der Meinung, dass wir da jetzt erstmal draufballern. So, dann kann unser Auto jetzt hier erstmal drüber fahren. Willkommen in der Hölle! Und ja, den Krieger stelle ich erstmal dahin. Nur um mit dem Bogner dahin zu gehen. Aber ich habe keine Bewegungspunkte mehr frei, ne? Da ist der andere Bogner. Wo kommen die denn her? Es muss irgendwo sein, wo ich es nicht sehen kann. Ja, ich greife die jetzt halt einfach trotzdem an, ne? Dass die jetzt hier nicht irgendwie auf dumme Ideen kommen. Aber wo die genau sind, das erfahren wir frühestens in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.